Frau Schmidt, erst die Pandemie, dann die Flut, jetzt der Ukraine-Konflikt. Wie geht's Ihnen aktuell? Es sind große Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen. Und deswegen müssen wir alle Kräfte zusammenhalten. Ich bin sehr dankbar über die große Solidarität, auch in diesen schweren und herausfordernden Zeiten. Und das gibt einem auch immer wieder Kraft, dann die Themen anzupacken und die Zukunft zu gestalten. Das dominierende Thema ist aktuell ja die Ukraine-Krise. Die Spritpreise klettern gerade auch auf den Höchststand, bedingt durch den Krieg. Was können Sie in Sachen Verbraucher raten? Einen großen Anteil hat ja auch die Energiesteuer. Sie haben ja einen direkten Kontakt auch zum Bundesverkehrsminister. Ist da die Steuersenkung schon ein Thema, sodass sich die Verbraucher bald auch auf niedrige Preise wieder einstellen können? Die Koalition auf Bundesebene hat sich ja letzte Woche zu einem großen und bedeutsamen Entlastungspaket entschieden. Das ist wichtig, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die Wirtschaft auch entlastet wird. Und wir beobachten in der Tat in vielen Bereichen im Moment extrem steigende Verbrauchspreise, auch die Energieversorgung insgesamt. Und wir müssen das sehr, sehr eng begleiten, denn es hat ja Auswirkungen. Und ich komme aus einem Flächenland Rheinland-Pfalz. Da ist auch das Pendeln mit dem PKW auch gelebte Alltagspraxis. Gerade unsere vielen Mittelständler, unsere Handwerksbetriebe, oft auch im ländlichen Raum, die müssen ja auch tagtäglich und auch zu allen Uhrzeiten erreichbar sein. Und deswegen haben wir das Thema auch ganz, ganz eng im Blick. Apropos Mobilität in Rheinland-Pfalz, wir hatten vor kurzem im ADAC Mobilitätsindex herausgebracht und ein zentrales Ergebnis war, dass unser Bundesland nach dem Saarland die höchste Mobilitätsrate aufweist, bedingt durch ländlichen Raum, aber auch durch das Thema ÖPNV ist einfach momentan noch nicht so ausgebaut, wie es sein sollte. Wie sind dort aktuell Ihre Bestrebungen? Wir streben in Rheinland-Pfalz einen guten Verkehrsmix an, aber wir haben das ganze Land im Blick. Nicht nur die städtischen Zentren, sondern eben auch die ländlichen Regionen und eben auch die Individualität. Jeder Mensch hat auch nochmal andere Vorstellungen auch von dem Verkehr, von dem jeweiligen Verkehrsträger. Und mir ist wichtig, dass wir mit einem klugen Mix den Menschen ein attraktives, aber auch ein bezahlbares Angebot machen. Und daran arbeiten wir hier in der Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Eine große Baustelle dabei ist auch das Thema Wiederaufbau im Ahrtal, also die Wiederherstellung der Straßen. Wie ist dort der aktuelle Stand? Also zunächst mal, ich bin wahnsinnig stolz auf unseren Landesbetrieb Mobilität. Hier wurde Großartiges geleistet. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem LBM, aber auch aus den Straßenmeistereien waren zum Teil selbst betroffen. Aber man hat in einer unglaublichen Tatendrang und Engagementbereitschaft von der ersten Stunde an mit angepackt. Wir haben uns in den einzelnen LBMs gegenseitig ausgeholfen. Wir haben jetzt das Projektbüro Wiederaufbau in Sinzig auch mit Containerbüros ausgestattet. Die Ortschaften waren 6 Wochen nach der Flutkatastrophe alle wieder auch erreichbar. Und jetzt gestalten wir eben mittel- und langfristig den Wiederaufbau und denken auch vieles neu. Beispielsweise den Ausbau von Radwegen denken wir jetzt auch bei allen Straßen auch direkt mit. Gleiches gilt auch für Leitungen, für die digitale Infrastruktur. Dann wünschen wir Ihnen dafür weiterhin erfolgreiches Gelingen und danken herzlichst fürs Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön. Gerne. Thank you.